sich wieder einer hier in den Vordergrund. Servus Attila. Wen ich aber eigentlich vorstellen wollte, das ist der Sven. Ja. Der sorgt dafür, dass ich nicht aus dem Takt komme. Und das ist ja so ein typisches Beispiel, wie sich Wege kreuzen und dann, ja, man sich so einen Weg einfach auch teilt, musikalisch. Und wir sind schon jetzt hin und wieder aufeinander getroffen, auf den Marktplätzen, aber auch bei Konzerten an der Kneipe. Und immer wieder schön. So, kommen wir zu einer aktuellen Sache, die eigentlich gar nicht so aktuell ist. Also vor 500 Jahren, da hatten die Bauern mal so einen Aufstand geprobt und vieles von dem, was damals die Leute auf die Barrikaden getrieben hatte, Not, Armut, Hunger, vielleicht nicht in der krassen Form, aber ja, das gibt es heute in vielen Fällen wieder. Ich habe einfach mal versucht, ein Lied draus zu machen. Hier kommt die Revolte. Den Respekt, der angebracht wohl wäre, würden wir nicht tackern, blieben eure Teller leer. An unseren Händen klebt nur Dreck, an euren Blut so rot, denn wir erschaffen Leben und ihr nur Krieg und Tod. Und ständig sagt ihr Hunde uns, es wäre Gottes Geschick, und drückt uns eure Stiefel immer fester ins Genick. Die hohen Herren halten uns offenbar für dumm, kriegen nie den Rücken gerade oder einen Finger krumm. Sie füllen sich nur die Taschen und weil niemand hören wollte, kommt, was kommen musste. Die Revolte, eine Revolte. Unser Tagwerk tun, hat niemals euch gehört. Nicht wie die alte Kirche und ihre Pfaffen ist gelehrt. Denn unterm blauen Himmel sind doch alle Menschen gleich. Doch werden wir dann immer ärmer und ihr nur fett und reich. Aber damit ist es nun vorbei, wir streifen nackt das Joch und üben fortan Widerstand, denn sterben werden wir doch. So viele stehen gegen euch, die Herzen, die sind rein. Bauernschuhe an Schnüren soll unsere Fahne sein. Und all die hohen Herren halten uns immer noch für dumm, kriegen selber nie den Rücken gerade oder machen einen Finger krumm. Nein, sie füllen sich nur die Taschen und weil niemand hören wollte, kommt nun, was kommen musste. Ihre Beute. Und klagt nicht, wenn ihr nun erkennt, ein Aufruhr geht durchs Land. Die Schuld daran tragt ihr allein, ihr habt es in der Hand. Aber ihr schickt eure Söldner und müsst sie reich entlohnen, damit sie uns zerreißen und niemanden verschonen. Aber herrscht irgendwann dann doch mal Gerechtigkeit auf Erden, so wollen wir, wie es uns zusteht, unsere eigenen Herren werden. Ja, der eins wird man sagen, wenn eure Stunde schlägt. Der König hat den, der Bauer hat den König im Nu vom Feld gefegt. Noch nicht oft genug gespielt. Und all die hohen Herren, sie blieben plötzlich stumm, denn die Gier und auch ihr Hochmut machten sie am Ende dumm. Niemand war mehr da, der ihre Taschen füllte, weil keiner überleben sollte. Und so endete fürs Erste die Revolte. Die Revolte.